Hey, nichts für ungut, aber ich hab's ja schon seit mindestens 5 oder 6 Folgen predicted, dass die Trockenzeit kommt. Na, jetzt haben wir die Trockenzeit, jetzt ist sie da. Servus zusammen, habe die Ehre, grüß euch. Folge Nummer 61. Schön, dass ihr wieder mit reingeklickt habt und ich euch mitnehmen kann in den Dschungel von Green Hell. Ja gut, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Wartet's mal. Wir haben gebaut. Ja, wir haben in der Folge davor gebaut und wir haben die letzten Folgen eigentlich ausschließlich gebaut. Deswegen werden wir in dieser Folge etwas anderes machen. Was das ist, werdet ihr wahrscheinlich gleich sowieso schon sehen, wenn ich da etwas anfange zu craften. Weil wir haben ja etwas gebaut, womit wir, ja, wie will ich sagen, ein bisschen was machen können. Ich will jetzt noch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber spätestens jetzt gleich werdet ihr es sowieso sehen, was denn da kommt. So, genau. Wir craften einmal eine Steinklinge. Dann nehmen wir einen Stock und ein Seil. Jawohl, und das wird eine Hacke. Jetzt schmeißen wir erstmal die Axt weg. Die braucht man diesmal nicht. So, was wird jetzt wohl kommen? Genau, wir werden ein bisschen die Gegend unsicher machen. Werden Erzfarmen gehen. Ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Erz kriegen. Vielleicht auch noch so ein bisschen Obsidian. Einfach, dass wir wieder ein bisschen was an Ressourcen dann auch hier haben. Denn wir haben in der Folge davor ja den Lehmofen bzw. den Brennofen soweit fertig gemacht. Dann sollte man den jetzt dann auch nutzen. Wenn der nur rumsteht, macht es ja gar keinen Sinn. So, jetzt machen wir hier erst nochmal ein bisschen Platz, weil den werden wir auf jeden Fall brauchen. Jawohl. Die Dosen von unserem Überlebensfutter, was wir so alles gefunden hatten, werden wir jetzt dann auch einmal umlagern. Versorgt sind wir soweit ganz gut. Und, ah ja, Kohle. Kohle müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen was jedenfalls machen, damit wir da auf jeden Fall genug auf Lager haben. Jetzt sind die auch noch für unterschiedlich groß. Na. So war das eigentlich nicht geplant. Aber okay. Jetzt dürfen wir nur hoffen, dass wir diese Folge vor allem überleben. Denn das ist auch die letzte Folge. Nein, nein, keine Sorge, keine Sorge. Nicht die letzte Folge von Green Hell. Und ja, Spoiler-Alarm, wir werden es überleben. Nein, es ist die letzte Folge mit einem nachträglichen Voice-Camover. Das heißt, alle Folgen, die danach kommen, sind mit Cam-Voice-Over direkt beim Spielen. Wer die Folgen von Green Hell schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, ich hatte gerade am Anfang, wo ich mit YouTube angefangen habe, massive Probleme, dass der Lüfter so gerauscht hat, der mit in der Aufnahme drin war. Mittlerweile mit ein paar Filtern und ein paar Modifikationen, Einstellungen bin ich da. Naja, ich will jetzt nicht sagen fit. Das hat man jetzt erst in den letzten Hogwarts-Folgen wieder gesehen, dass ich da noch nicht so ganz fit bin, aber ich bin auf jeden Fall schon mal etwas fitter, als ich zu dem Anfang, wo ich mit YouTube begonnen habe, war. So. Jetzt aber, bevor wir hier wunderschwie rumquatschen, wir sind mitten im Dschungel, es ist das Standardproblem, es könnte hinter jeder Ecke könnte eine Schlange warten, es könnte irgendwo eine Spinne sein. Und wenn ich sowas sehe, dann warte ich eigentlich auf das knurrende Geräusch von einem Kätzchen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht unbedingt auf ein Kätzchen stoßen. Denn das kann immer ganz, ganz böse ausgehen. So, ein bisschen orientierungslos. Ne, da vorne ist die eine Höhle, da hinten ist nochmal eine andere Höhle, dass wir da als erstes mal reinschauen. Ob wir da irgendwie Leder... Leder? Wie komme ich jetzt auf Leder?
dass wir da Erz finden. Ja, genau. Wenn wir den jetzt abziehen, dann könnten wir daraus wahrscheinlich schon Leder machen. Nee, der hat Schuppen. Kriegt man aus einem Lego an Leder raus? Eine gute Frage. Und vor allem, genau, in den Höhlen Skorpione. Ja, perfekt. Da haben wir gleich die erste Eisenerzader. Und haben ein paar Krümelchen Erz. Müssen wir mal schauen. Das dürfte wahrscheinlich auch recht schwer sein. Hier gibt es eigentlich On-Mass-Spots. Da ist der nächste. Ne, braucht man nicht killen, weil da in der Ader ist nichts drin. So. Ja. Ohohoho, das war recht knapp. Und ziemlich sportlich nah dran. Und da ist eine Spinne. Jawohl, da ist sie. Mehr treffen. Jawohl. Ja, auch noch eine Wanderspinne. Ist ja die kuscheligste von allen. So, was haben wir da? Vogelnest. Wir haben ein Ei. Können wir uns dann ein hartgekochtes Ei machen. Wunderbar. Gerade hier in der Höhle sind, glaube ich, 4, 5 Spots, wo Erz im Endeffekt spawnen kann. Also 5, 6 Adern dürften hier sein, wenn mich nicht alles täuscht, auch in diesen Seitengängen. Okay, der ist schon ein bisschen länger tot. Das Obsidian nehmen wir mit. Sag mal, wie lange waren wir denn? Also wir waren doch gefühlt ewig und drei Tage da, nimmer da. Wieso ist der noch tot? Okay, das ist schon ein ganz cooler Spot hier. Interessant wäre es, wo denn diese Öffnung da oben ist, wo man dann da theoretisch reinspringen könnte. Das könnte nämlich ein mega Weg sein, wo man ordentlich abkürzen könnte, wenn man nur weiß, wie man da oben reinkommt zum Runterspringen. Weil wenn, dann müsste man da einmal komplett außenrum, können wir uns dann so mal sparen, wenn wir da oben die Öffnung finden würden. Und wie schon mal erwähnt, wir sind am geilsten Spot überhaupt. Also das hier ist definitiv einer der schönsten Spots in diesem Spiel. Die Lagune da unten drin, beziehungsweise ja, diese Oase. Ah, mega geil. Und ich zeige euch gleich auch nochmal, wie ich dort Aufbau, ja. Ja, genau, wie ich da in etwa einen Aufbau gemacht hatte. Das ist unser altes Basecamp von Folge, keine Ahnung, 6, 7, 8. So, jetzt gehen wir da mal auch runter, dann zeige ich euch das mal schnell. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel mit Eingeborenen spielt, ist das doch immer wieder auch mal ziemlich knifflig, wenn die in der Nacht einen überfallen. Da hinten ist ein perfekter Spot, weil die gehen hier maximal bis, ja, circa zum Bauch ins Wasser, gehen hier hinten allerdings nicht rum. Ja, den Honig nehmen wir uns auf jeden Fall mit. So, den Speer wieder, den Honig, haben wir beides, wunderbar. So, hier hinten kommen sie auch nicht durch, da muss man hüpfen. Somit haben wir den Vorteil, dass wir hier hinten komplett in Sicherheit sind. Also ich hatte es noch kein einziges Mal, dass ich hier hinten von Eingeborenen angegriffen wurde. Wir brauchen keine Dusche bauen. Wir haben hier direkt den Wasserfall, wo man, ja, ich sag jetzt mal, duschen kann. So, und dann zeige ich euch das mal. Irgendwo hier kann man das schon eigentlich hinbauen. Na? Ja, da vorne. So. Und da habe ich die dann aneinander gebaut und habe mir eine kleine Basis hier hinten drin errichtet. Das ist mega safe. Also ich hatte kein einziges Mal, dass die Eingeborenen mich angegriffen haben, egal wie groß das Feuer war, allem drum und dran.
Das Einzige, was ich immer wieder hatte, ist, dass sie vorne am Wasser mal standen. Dann kann man die von hinten schön mit Pfeil und Bogen erschießen und kann die dann looten. Menschenfleisch würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Wäre aber, glaube ich, genauso wie es in DayZ möglich ist, glaube ich, da auch möglich. Ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht. In DayZ ist es das auf jeden Fall nicht. Und über den Geschmack wollen wir jetzt auch definitiv nicht diskutieren. Das überlassen wir irgendjemanden an einer anderen Stelle. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. So. Ja, willst du mich verarschen? Da krabbelt er. Gerade eben war er noch hops. Okay, ich denke jetzt nicht, dass hier wieder ein Respawn ist, auch wenn der Skorpion gerespawnt ist. Jetzt nicht, dass die anderen auch wieder da sind. Das ist auch manchmal nicht so ganz einfach, wenn man in der Höhle ist, die ganzen Geräusche voneinander zu unterscheiden. Ob das jetzt ein Krabbeln ist, ob das jetzt einfach irgendein komisches Geräusch ist, was einfach von der Höhle so ist. Okay, da war die Spinne. Schauen wir mal da hoch. Ich weiß auf jeden Fall, wenn man mit Eingeborenen spielt, sind hier in der Nähe immer wieder Eingeborene. Das weiß ich auf jeden Fall. Habe ich schon ein paar Mal gemacht und meistens, ja, wenn es zu einer Konfrontation gekommen ist zwischen Eingeborenen und meiner Wenigkeit, haben meistens die Eingeborenen gewonnen. Ich glaube, die sind da so ein bisschen fitter. Im Nahkampf, auch im Fernkampf. Also ich habe es meistens nicht überlebt. Und genau so ein Geräusch, dieses Rascheln in der Höhle. Da weiß man immer nicht am Anfang, was ist es. Aber wir sind aus der Höhle raus. Jetzt schauen wir mal davor. Da müsste es, glaube ich, auch noch die eine oder andere Höhle geben, wo wir schauen können, ob wir dort noch ein bisschen Erz finden. Bäume hätten wir auf jeden Fall hier noch genug. Ist halt ewig weiter Weg zur Basis dann. Und gerade wenn hier alles voller Gestrüpp hängt, immer, immer vorsichtig laufen. Denn, wir wissen's, Schlangen, Spinnen haben wir hier en masse. Gerade wenn ich sowas dann nicht sehe auf dem Weg, das ist, das mag ich gar nicht. Da haben wir nochmal eine Höhle. Ja, okay, wenn man das Höhle nennen kann. Wäre eigentlich auch ein recht interessanter Spot zum Bauen. Weil halt grundsätzlich auch so gut wie alles eigentlich hier dann mehr oder weniger überdacht ist. Bis auf ein kleines Löchlein oben dürfte hier eigentlich alles überdacht sein. Aber hier laufen halt auch relativ viele Krabbler rum. Und da wäre dann die Gefahr genauso wie bei unserem Zwischenspot, dass wir da einfach mal unaufmerksam sind und reinstiefeln. Na? Erwischt. Oder? Nicht erwischt? Da ist er. Ha! Jetzt hat er erwischt. Okay. Inventar ist schon voll. Tabakblätter brauchen wir auf jeden Fall. Sonst kommt es immer relativ dumm, wenn wir uns mit einem Sandbüchsenbaum anlegen und dann keinen Tabakverband haben. Kommt nicht so optimal. So, wohin müssen wir denn jetzt? Ich glaube da so leicht links vor. Da gibt es nämlich dann auch nochmal so einen richtig schönen Spot. Na? Nee, okay. Ja, ich würde mal sagen, ihr habt mir ein bisschen verlaufen, aber auch nur minimal. Ich habe mich nicht weit genug links gehalten. Dann laufen wir halt einen kleinen Umweg und zwar einmal hier durch das Basecamp einmal durch.
dann rüber auf die andere Seite, weil von da drüben kommt man wiederum auch. Da fällt mir was auf. Es hat A, heute noch nicht geregnet. Es hat B, den Filter nicht befüllt. Hey, nix für ungut, aber ich hab's ja schon seit mindestens 5 oder 6 Folgen predicted, dass die Trockenzeit kommt. Na, jetzt haben wir die Trockenzeit, jetzt ist sie da. Pass auf, und jetzt gleich donnert es. Und es setzt der Regen ein. Ich hoffe mal nicht, ich gehe davon aus, wir sind in der Trockenzeit. Bin ich mir eigentlich recht sicher. So, schauen wir mal hier. Jawohl, da haben wir auch nochmal. Ja, na komm, jetzt aber. So, einmal Eisenerz. Ah, da ist gleich nochmal nebendran eine. Die Höhle ist auch sehr ergiebig, wenn es ums Eisen sammeln geht. So. Jetzt aufpassen, nicht, dass wir irgendwo reinstiefeln. Das könnten wir jetzt auch nicht gebrauchen. Vor allem, wenn wir durstig sind, eine Vergiftung uns einfangen, Fieber kriegen, nein. Wäre definitiv kontraproduktiv. Da. Jawohl. Oh! Okay, unser Speer ist jetzt flöten. Das ist... Ja, da wäre auch nochmal eine. Ist aber nichts. Ja, müssen wir mit Pfeil und Bogen arbeiten. Wobei wir wahrscheinlich mit dem sogar noch besser treffen als mit dem Speer. Na, ganz vorsichtig mal hier gucken. Da. Ja, da treffen wir sogar recht gut. Das hier ist auch richtig nice. Wenn man hier den ganzen Bambus abholzen würde, hätte man hier auch einen richtig geilen Bauspot. Das wäre vielleicht mal so eine Idee beim nächsten Mal, vielleicht, ich weiß nicht, da mal hinzugucken. Dass man da dann vielleicht mal baut. Aber wir sind noch in Staffel 1. Wir brauchen jetzt gar nicht drüber nachzudenken, was ist, wenn und was passiert in Staffel 2. Denn wenn die erste Staffel rum ist, wird es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine zweite Staffel geben. Keine Sorge. Aber da werde ich eventuell schauen oder zuschauen, dass wir irgendwie vielleicht irgendjemanden noch mit dabei haben, mit dem wir das dann zusammen aufbauen. Wir können ja bis zu maximal, ich glaube, 4 Leuten können wir in Koop. Könnte somit recht interessant sein. Und wir schauen dann einfach mal, wie wir das machen. Es wird auf jeden Fall nicht unmittelbar nach der ersten Staffel die zweite beginnen. Also hoffen wir mal, dass wir lang genug überleben. Denn der Tod ist permanent. Wenn wir hier sterben, ist alles weg. Diese Mäuse. Oh. Dann schmeißen, könnten wir eigentlich schon mal den Ofen anschmeißen und so das erste Erz ein bisschen einsammeln. Dann bin ich mir aber spätestens jetzt, die Sonne geht so langsam unter, ich bin mir absolut sicher, wir haben die Regenzeit. Genau andersrum, wir haben die Trockenzeit. Absolut sicher. Erster richtiger Tag der Trockenzeit. In der letzten Folge hat es nochmal ganz, ganz kurz geregnet gehabt. Aber jetzt dürfte... Ja, ja, du kriegst gleich was zu trinken. Bleib entspannt. So. Das zünden wir jetzt einmal hier an. Weil für den Schmelzofen brauchen wir richtig viel Kohle. So, jetzt hat fix... Oh, okay. Ja, ganz sicher. Also, absolut außer jeglicher Diskussion. Wir haben in der letzten Folge das Wasser von oben genommen. Es ist safe,
dass wir jetzt Trockenzeit haben. Also definitiv, ich habe es predicted, ich habe es gesagt, die kommt. Jetzt ist sie da. Gut, bei der anderen habe ich es auch gesagt, aber das glaube ich 10 bis 15 Folgen lang. Diesmal waren es nur, glaube ich, so 4, 5 Folgen, wo ich angefangen habe mit, ah, die kommt jetzt bald, die kommt jetzt bald. Jetzt ist sie da. Wir haben da allerdings jetzt auch den Vorteil, dass wir wesentlich besser vorbereitet sind. Und es ist recht doof, dass uns Essen in der Tasche vergammelt. Erstmal von hier unten alles rausgeholt. So, mach mal eine leckere Pilzsuppe. Was machen wir noch? Genau, futtern wir erstmal das weg hier. Ne, Pilzsuppe, genau. Können wir eine Honigsuppe machen? Hä? Das wäre jetzt eigentlich interessant gewesen. Eine Honigsuppe, ob das geht. Leguanfleisch. Okay. Riesenkrötenfleisch. Tukanfleisch. Ja, wir haben hier eine Auswahl wie im Supermarkt, ne? So, wir brauchen Fett. Da haben wir noch die Nüsse. Die Banane sammeln wir mal ein. Jawohl. Oh, das Ei ist aber schnell fertig. Aber in der Zeit ist es garantiert nicht hart gekocht. Also, der definitiv nicht, ne? Oh, interessant. 10 Proteine, 10 Fett. Okay, die sind eigentlich auch gar nicht so uninteressant. So, und wir hängen einmal das Leguanfleisch zum Trocknen auf. Dann machen wir das nämlich rechts, der Ständer ist für Fleisch zum Trocknen und links werden wir dann Fisch und sowas dann immer aufhängen. Na, schauen wir mal. Leguanfleisch getrocknet habe ich auf jeden Fall noch nicht da drin gegessen, weiß also noch nicht, was es für Nährstoffe und dergleichen hat. Und hier werden wir dann auf jeden Fall vorne noch Ausrüstungsregale und sowas hinbauen. So, wir brauchen noch eine Liane. Und wir haben am Handgelenk, habe ich gerade gesehen, einen Untermieter. Jetzt machen wir uns aber erstmal wieder einen Speer. Ja, hätten wir uns eigentlich auch einen Obsidian-Speer machen können. Aber gut. Gibt Schlimmeres. Nehmen wir einen Steinspeer. Knochenspeer könnten wir auch machen. So, jetzt erstmal hier die Runde. Passt. Schaut doch gut aus. Und wir hatten jetzt diesmal auch eine Folge, wo wir nicht nur gebaut haben. Wir sind jetzt allerdings in der Trockenzeit. Ich bin gespannt, wie lange die anhält. Jetzt auf jeden Fall der erste Tag von der Trockenzeit. Wir hatten heute keinen Tropfen Regen. Gestern oder halt den Tag davor hatten wir nochmal einen ganz, ganz kurzen Regenschauer. Oder ich glaube ein, zwei kurze Regenschauer und dann war es aber rum. Und jetzt diesmal rein gar nichts. Stellt uns vor kleinere Herausforderungen jetzt wieder. Aber wir haben die letzte Trockenzeit auch gut rumgebracht. Werden wir dieses Mal auch schaffen. Ist halt jetzt nur wieder etwas doof bezüglich den Lehmziegeln, aber das kriegen wir hin. Die Pflanzen, ja, müssen wir halt gucken, dass wir die jetzt dann auch anfangen zu gießen und sowas. Das hilft dann alles nichts, aber das kriegen wir alles. In der nächsten Folge machen wir dann ja aber auch noch weiter und da dann, wie gesagt, kein nachträgliches Cam und Voiceover mehr. Aber wir sind jetzt am Ende der aktuellen Folge erstmal angekommen. Ihr kennt es, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Wir sehen uns entweder zur nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus!